Hallo YouTube, mein Name ist Tim und heute mache ich ein Update-Video zu meinen PT-Elementen. Vor etwa einem Jahr habe ich ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man mit PT-Elementen minus 60 Grad erreicht. Heute mache ich ein ähnliches Video, allerdings habe ich einen neuen Kühler. Damals war das Ganze ja noch wassergekühlt und das ist ein Venom Voodoo irgendwas. Jedenfalls funktioniert er sehr gut. Bei diesen Heatpipes musste ich mich erstmal informieren, ob man die überhaupt falsch rum betreiben kann. Weil im Internet habe ich gelesen, dass die falsch rum nicht funktionieren würden, wegen physikalischen Gesetzen und so weiter, bla bla bla. Und es gab aber auch die Meinung anderer, die dann gesagt haben, ja, das funktioniert trotzdem, aber nicht so gut und sonst irgendwas. Und ja, da habe ich einfach gedacht, ich probiere es mal aus und kann dann selber sagen, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktionieren würde, würde ich wahrscheinlich dieses Video gar nicht machen. Ja, wie gesagt, das PT-Element, das hat 12 Volt und 80 Watt. Und eine Größe von 4x4 Zentimetern. Und zum Glück war das Teil auch groß genug, weil sonst würde es nämlich nicht drauf passen. Jo, ich würde sagen, wir testen es heute einfach mal, wie kalt das wird. Und was man damit noch Lustiges machen kann. Nachher werde ich noch mein zweites PLT-Element mit drauf machen und dann schauen wir mal, ob wir den alten Temperaturrekord von minus 61 Grad knacken können. Der Kühler ist jetzt hier schon an und man sieht, dass sich hier solche Eiskristalle bilden und es ist wirklich sehr, sehr kalt. Wir werden jetzt einfach mal den Temperatursensor mit etwas Wasser und Klebeband befestigen. Das macht sich nämlich etwas besser, wenn wir Wasser zwischen dem Temperatursensor haben. Sonst würde der nämlich einfach nur aufliegen. Und dank den Heatpipes klebt das Klebeband auch recht gut hier dran. So. Und etwas Wasser mit drauf. Okay, so sollte es eigentlich nicht sein, aber spielt auch keine Rolle mehr. Moment warten. Und das Ganze ist schon angefroren, wie ihr sehen könnt, geht die Temperatur sehr schnell runter. Das Klebeband kann ich jetzt, glaube ich, auch wieder wegnehmen. So. Und da schauen wir mal, wie tief das runtergeht. Also minus 30 Grad sind nicht schlecht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt die neue Wärmeleitpaste genommen habe. Denn die alte, die war etwas schlechter und dadurch habe ich nur Temperaturen um minus 22 Grad erreicht. Bei minus 30 Grad ist schon einiges. Wenn man sich jetzt das PT-Element anschaut, sieht das echt verrückt aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sehen kann. Ah, ich bringe sie nicht an. Schauen wir mal. So. Also es ist ein richtiger Eiskristall drauf. Jetzt haben wir schon minus 31 Grad. Schwankt halt so ein bisschen. Jo, und was kann man denn mit diesen minus 30 Grad jetzt eigentlich Schönes machen, außer so einen Temperatursensor und ein bisschen Wasser einfrieren? Naja. Also ich habe mich mal informiert, wie das mit dem Schockgefrieren ist. Oder mit dem Trockengefrieren. Nee, Gefriertrocknen. Und ja, ich habe da mal einen Apfel mitgenommen. Und den werden wir jetzt mal da draufsetzen und gucken, wie das gefroren denn so schmeckt. Das ist jetzt schon mal auf jeden Fall gefroren.
und ist auch schon festgefroren. Das hier auf der Seite ist nur Kondenswasser. Der Apfel ist auch durchgefroren. Nehmen wir ihn mal runter. Das Papiertierelement ausschalten. Das Eis müsste gleich verschwinden. Das ist richtig so. Oh, hat sich eine richtige Schicht gebildet. Nicht schlecht. Der ist richtig durchgefroren. Jetzt suche ich mal kurz mein Messer raus. Ups. Schneiden wir den mal auf. Jupp. Genau. Und wo ist das andere Stück? Ach da. Schmeckt echt gut. Super Abkühlung für den Sommer. Richtig schön eingefroren. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sehen kann. Man könnte natürlich gefrorene Apfelschnitze für zum Beispiel in den Apfelsaft zum Kühlen im Sommer nehmen. Das wäre sicher eine lustige Idee. Als nächstes habe ich noch das kleine Pet-Element auf das große getan. Und hier dazwischen habe ich einen Block aus Aluminium, damit die Kälte mehr auf das kleine Pet-Element, ich sag mal, zugeteilt wird. Also, oder besser gesagt, dass das große Pet-Element besser das kleine kühlen kann. Und jetzt haben wir schon minus, ja, 40 Grad, würde ich sagen. Das kleine Pet-Element zieht jetzt 2,3 Ampere und das große 4,49. So. Und es bilden sich schon ein paar Eiskristalle drauf. Ich bin gespannt, wie tief wir die Temperatur noch senken können. Die Abluft ist eigentlich nicht warm. Also nicht, dass man es wirklich merken würde. Ne. Also der Kühler ist wirklich sehr, sehr gut. Fühlt sich kein bisschen warm an. Scheint zumindest jetzt nicht mehr so, dass die Temperatur großartig weiter sinken wird. Ich melde mich gleich nochmal, falls es so unter minus 50 Grad gehen sollte. Also wie ihr gesehen habt, hat das mit dem Alu-Teil zwischen den beiden PET-Elementen ziemlich schlecht funktioniert. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal aufgebaut, einfach ohne was dazwischen. Das hier ist einfach nur, damit es etwas die Kälte zusammenhält. Und dann werden wir das einfach mal so testen. Ach ja, genau, ich habe den Block abgeschraubt. Na toll. Dann stecken wir das mal an. Und sollte vielleicht noch den Temperatursensor festkleben.
drücke den noch etwas runter, damit er schön festfriert. Bis jetzt ist nur das untere PET-Element an, das obere mache ich auch gleich. Aber halt zuerst warte ich noch, bis es festgefroren ist. Ja. Fest. Dann machen wir das untere auch noch an. Und das Eis ist gesprengt, weil das so blitzartig kalt geworden ist. So. Jetzt habe ich es richtig eingestellt. Und dann müssen wir eigentlich nur noch abwarten. Jetzt haben wir die Temperatur von vorhin erreicht. Und minus 50 Grad. Das heißt, ohne Metallblock geht es wirklich besser. Und ich glaube, hier ist bei fast minus 51 Grad auch Schluss. Die Eissalzmischung, die werde ich später noch probieren. Kommt aber nicht mehr in das Video. Das gibt dann ein neues Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Euer Tim. Was ich jetzt noch machen kann, ist mal testen, wie lange es dauert, bis die beiden PET-Elemente auf Temperatur sind. Dazu werde ich die mal kurz alle beide abschalten. Ja, ich würde sagen, wir haben das Raumtemperatur erreicht. Ich stoppe mit meiner Armbanduhr mit. Und da schauen wir mal, wie lange das dauert. Und jetzt in ziemlich genau einer Minute sind minus 40 Grad geschafft. Das ist von der Geschwindigkeit sehr schnell, würde ich sagen. Und in 2 Minuten auf minus 47 Grad. Also es geht wirklich sehr schnell mit diesen PET-Elementen. Wenn man da jetzt für das Labor irgendwelche Sachen zum Kühlen hat, ist das echt praktisch. Man kann natürlich statt zu kühlen auch wärmen. Ich demonstriere das mal kurz. So. Und schon kann man zum Beispiel ein Objekt wieder aufwärmen. Durch den Temperaturunterschied kann man dank des Peltier-Effekts auch Strom erzeugen. Was ich auch schon getestet habe. Aber sonderlich viel ist es nicht.